Die Corona-Krise geht ans Gemüt, das sollte jetzt jeder gemerkt haben. Dabei sind nicht nur die gesundheitlichen Risiken im Vordergrund, die direkt von dem Coronavirus selbst ausgehen, sondern auch die krassen Maßnahmen, die das Leben immer noch sehr stark einschränken. Es herrscht immer noch ein bundesweites Kontaktverbot und eine Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Das könnte sich aber sehr bald ändern, wenn man einmal nach Thüringen schaut. Der Ministerpräsident von Thüringen hat nun nämlich Hoffnungen gemacht, dass die Beschränkungen sehr bald wieder der Vergangenheit angehören werden. Anfang Juni könnte es demnach wieder soweit sein. Dann könnte der normale Alltag allmählich wieder in die Haushalte einkehren.